Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer. Heute sind wir in Luxemburg unterwegs. Eisenbahnromantik hat vor einigen Wochen eine Sonderfahrt dorthin gemacht und da haben wir so viel gesehen, so viel erlebt, dass zwei Sendungen daraus entstanden sind. Heute kommt Teil 1 angerollt. Die beiden Hauptattraktionen dabei sind der Bahnpark Fond de Grasse in der ehemaligen Erzregion des Landes und die Dieselkultlok 1604, besser bekannt als Kartoffelkäfer. Eigentlich kann sie bis zu 140 km/h. Auf dieser Strecke allerdings erreicht die Diesellok ER20 ihre Höchstgeschwindigkeit nur ab und zu. Umso größer dabei der Reisegenuss, denn Blicke wie diese zögen sonst viel zu schnell vorbei. Der Eisenbahnromantik-Sonderzug ist unterwegs nach Luxemburg. Letzte Etappe des Anreisetages, ab Saarbrücken entlang der Saar und über den Grenzort Wasserbillig hinein ins Großherzogtum bis zur Hauptstadt desselben. Doch noch ist das Ziel nicht erreicht. Und so vertreibt man sich die Zeit auf vielfache Weise. Knapp 120 Fahrgäste haben diese viertägige Reise Ende Juli angetreten. Die Motivation dafür ist zum Teil erstaunlich einfach. Eisenbahn fahren. Nur Eisenbahn fahren. Kein spezielles Interesse jetzt an Luxemburg? Nein. Nur die Eisenbahn. Wie ist es bei Ihnen? Eisenbahn fahren. Egal wohin. Egal wohin. Nun, andere bekunden dann doch noch ein spezifischeres Interesse. Mich reizt natürlich erstens mal die Stadt, dann natürlich auch die Eisenbahn. Das ist ja eine sehr kleine Eisenbahngesellschaft. Die Lokomotiven, Kartoffelkäfer, das sind diese Noha-Blocks, natürlich reizen mich auch. Erste Berührung mit der luxemburgischen Bahn gibt es schon kurz vor der Grenze. Hier findet ein Lokwechsel statt. Die Siemens Dispo-Lok aus der Familie der Eurorunner hat den Platz vor dem Zug geräumt. Bereit, denselben einzunehmen, leider nicht wie erwartet der sogenannte Kartoffelkäfer, aber immerhin eine direkte Nachfahrin aus der Baureihe 1800. Für dieses erste richtige Motiv sind fast alle Passagiere aus dem Zug gestiegen. Zumindest die männlichen. Wirklich historisch ist die Baureihe 1800 eigentlich noch nicht, aber sie gehört zu den Altbaufahrzeugen der luxemburgischen Staatsbahn CFL und soll in 2 bis 3 Jahren zugunsten modernerer Elektroloks ausgemustert werden. Also vielleicht doch ein historischer Moment. Gebaut wurde die Baureihe 1800 Anfang der 60er Jahre von der belgischen Firma La Brugeoise Nivelle. Die CFL setzte die Maschinen jahrzehntelang ein als Mädchen für alles. Schnell-, Eil-, Personen- und Güterzüge gehörten zu ihren täglichen Aufgaben. Die Elektrik stammt aus Belgien, der Dieselmotor von General Motors USA. Links der Strecke fließt mittlerweile die Mosel bzw. La Moselle. Wir haben den Ort Wasserbillig erreicht. Der CFL-Lokführer macht keine Anstalten für einen Zwischenstopp. Dank Europäischer Union ist der Grenzüberschritt nach Luxemburg ein recht unspektakuläres Ereignis. Versuchen wir noch etwas über die Lok zu erfahren. Nicht ganz einfach im Führerstand, aber wie alt ist die 1817? Wie viel bringt sie? Wie schnell? 120 maximal. Ist sie denn eine Rarität? Nein, wir haben in die 20. In die 20, ja. Und alle noch im Regelverkehr? Wie? Sind alle noch in Betrieb? Ja. Ah, ja. Aber sie fahren nicht viele Personenzüge mehr. Wir haben die neue jetzt. Ende der Fragerei, denn schon fahren wir ein in Luxemburg. Nur 25 Minuten hat die Fahrt ab Grenze gedauert. Der erste Blick gilt dem Wahrzeichen der Stadt, den drei Türmen der Liebfrauenkirche.
Das Tagesziel ist erreicht. Hier sind wir auf dem sogenannten Burgfelsen, welcher 963 von Graf Siegfried gebaut wurde. Mit einer Stadtrundfahrt geht's weiter im Programm. Wir bleiben jetzt hier rechts stehen. Dann können Sie für ungefähr 5-8 Minuten Fotos schießen. Motiv 1, die Reste der Lützelburg, die Stadt und Land ihren Namen gab. Motiv 2, die Silhouette der einstigen Festungsstadt zwischen Fels und Tal. Motiv 3 und Motiv Nummer 4, die Europabrücke, 85 Meter hoch. Und dann die Altstadt in den Tälern der Alzette und Petrus, 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Neben Romantik und Tradition bietet die Europa-Hauptstadt Obdach für zahlreiche EU-Institutionen und die Diskretion von rund 220 internationalen Bankhäusern. Luxemburg-Stadt ist Schmelztiegel der verschiedensten Milieus und Nationen und gleichzeitig stolzes Zentrum eines auf Identität und Unabhängigkeit bedachten Landes. Motto seiner Bewohner: Mir wolle bleiben, was mir sinn. Wir wollen bleiben, was wir sind. Auch wir bleiben uns treu als Eisenbahnfreunde. Da fährt ein 185er und die andere sehen Sie eine Diesellok der Reihe 1800. Welch eine Überraschung auf dem Passerell-Viadukt. Da steht der 18. Ah ja, genau. Einer vor die Lok. Jawohl. So. Ja, also, wir probieren es schnell. Ein spontaner Halt und die Fotojagd beginnt. Interessant wäre jetzt das Gesicht des Lokführers auf der 1801. Bestimmt ist er nicht wenig verblüfft. Leider entzieht er uns das Objekt der Begierde. Lok 1801 fährt in den verdienten Feierabend. Wir dagegen zum Depot der öffentlichen Verkehrsbetriebe der Stadt Luxemburg. Dort wird uns ein EU-Projekt vorgestellt, das sich um schadstoffarmen Transport im Nahverkehr kümmert. Seit 2003 testen in 10 europäischen Großstädten je 3 Busse eine zukunftsweisende Antriebstechnologie. Man hat sich hier hauptsächlich konzentriert auf die Brennstoffzellen. Wenn man jetzt einen Motor reinmachen würde, einen Motor ohne Getriebe, dann müsste man verschiedene Hilfsaggregate, die hier mit diesem Motor betrieben werden, müsste man... Ein kleiner Spot der kanadischen Firma Ballard, Pionier in Sachen Brennstoffzelle, gibt ein wenig Einblick. Beim Starten des mit Wasserstoff getankten Fahrzeugs werden Wasserstoff und Druckluft in die Brennstoffzelleneinheit geführt, einem ganzen Stapel aus Brennstoffzellen. Dort entsteht Spannung. Das heißt, durch elektrochemische Prozesse verwandeln sich Luft und Wasserstoff in Energie. Einziges Nebenprodukt des Prozesses ist etwas Wasser. Der erzeugte Strom treibt einen Elektromotor an, der mit den Rädern verbunden ist, und die Karre läuft. Prinzipiell lässt sich jedes Fahrzeug mit dieser Methode in Bewegung bringen. Und alles, was leise und geruchlos in die Umwelt zurückgeht, ist ein bisschen Wasserdampf. Übrigens wird diese Technologie auch schon für Lokomotiven angedacht und für Straßenbahnen. Das Trambahnmuseum in Luxemburgs Stadtteil Hollerich ist eine städtische Einrichtung. Als sich Anfang der 60er Jahre nach und nach die Straßenbahnen aus dem Stadtbild verabschiedeten, entstand die Idee, die lange Geschichte der hiesigen Trams zu bewahren. Aus der Idee wurde eine Sammlung, aus der Sammlung ein Museum. Seit 1991 zeigt das Trams Musée de la Ville de Luxembourg der Öffentlichkeit seine vielfältigen Exponate und hält die Erinnerungen wach. Da die elektrische Leistung ja in Kilowatt angegeben wird, dann nannte man den Fahrer Wattmann. Und dann war noch immer ein Schaffner, der die Fahrscheine verkaufte. Der Wattmann, der stand außen nicht geschützt gegen Regen und Kälte. Und die Richtungsschilder waren damals in Farben angegeben, da nicht jeder lesen und schreiben konnte zu der Zeit.
Eine Menge Wissenswertes erzählen die 22 Holz- und Blechmodelle im Maßstab 1:8. Größter Schatz unter den Trams ist eine kleine Dampflok. Der Shirley, das war eine echte Mallettmaschine. Die war überhaupt nicht geduldet oder gern gesehen in unserer Stadt. Aber sie musste fahren, denn sie sollte von Echternach nach Luxemburg und wieder zurückfahren. Das heißt, sie musste von Bernhof Luxemburg und dann durch die Oberstadt, das dampfte das. Und dann hatten wir noch weitere Probleme in unserer Stadt. Wegen der Trambahn, die hatte Weichen. Und der Charlie konnte die Weiche nicht stellen. Dann musste immer eine Trambahn vorfahren. Das war auch so ein Stück. Aber diese Maschine ist ein Stück vom Luxemburg und die gehört der Stadt und deshalb steht sie auch hier. Von 1904 bis weit in die 50er Jahre hinein hielt sich Charlie wacker zwischen all den elektrischen. Sein Modell im Maßstab 1:10 wurde, wie die anderen Modelle hier, in Handarbeit in der hauseigenen Werkstatt hergestellt. Knapp 2 Jahre wurde beispielsweise an diesem kleinen Kartoffelkäfer gearbeitet. Dafür ist er originalgetreu getroffen, wie wir endlich am 2. Reisetag überprüfen können. Runde Schnauze und gestreiftes Outfit haben der Baureihe 1600 ihren Spitznamen gebracht. Allerdings nur bei den Deutschen. Der Rest der Welt nennt sie Nohab, nach ihrer schwedischen Konstruktionsfirma Nyquist und Holm AB. Unter Dieselfans sind sie absoluter Kult. Aufbruch im Hauptbahnhof. Als Museumslok des Staates Luxemburg verrichtet Lok 1604 seit 1998 ihren Dienst bei Sonderfahrten. Lassen wir dem Kraftpaket freien Lauf. Passagier unseres Sonderzuges zählt offensichtlich zur Nohab-Fangemeinde. Er weiß noch ein bisschen mehr über die luxemburgischen Exemplare. Diese Nohab-Loks, die wurden von AFB in Belgien gebaut. Und die Luxemburger hatten ein bisschen Probleme mit ihrem Lokomotivbestand. Und da wurde aus der Serie wurden 4 Stück abgezweigt. Und die bekam dann die CFL. Und die sind auch noch, zumindest die eine, ist im Torso erhalten, die anderen 3 Stück alle komplett. Und wir ergänzen, Lok 1601 wurde nach über 2 Millionen Kilometern verschrottet. 1602 steht im Museum Trenier in Belgien, 1603 fährt bei der Fennbahn und 1604 ist, wie schon erwähnt, stolzes Nationalmonument von Luxemburg. In Tétanche steht man sich hautnah gegenüber. Nutzen wir den Stopp für die Frage, warum eigentlich holte man die Loks aus Belgien? Mitte der 50er Jahre hat eine internationale Fahrplankonferenz entschieden, dass die Züge, internationale Expresszüge mit mindestens 80 km/h über die Strecke fahren müssen. Damals war die Nordstrecke in Luxemburg für Dampflokomotiven auf 70 km/h beschränkt, wegen der Kriegsschäden. Und um den internationalen Verkehr Schweiz nach den Niederlanden nicht zu verlieren, war die Bahn gezwungen, sich nach anderem Traktionsmaterial umzusehen. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Belgien die Baureihen 202, 203, 204 gebaut. Und aus dieser laufenden Produktion wurde dann kurzerhand 4 Lokomotiven für die luxemburgische Bahn abgezweigt und später die fehlenden 4 Lokomotiven für die belgische Bahn nachgebaut. So also kam es, dass vor 50 Jahren die 1600er hier landeten. Heute bringt uns die letzte im Lande in den Süden. Der war einst gesegnet mit einer blühenden Eisenerz- und Hüttenindustrie. Eines der Zentren lag in Rümelange. Seit Ende der 60er Jahre haben die Stollen der Gegend alle dicht gemacht.
Nur der Wallatstollen in Rümelange wurde als nationales Grubenmuseum offengelassen. Kleine Grubenbahnen bringen die Besucher 106 Meter unter die Erde, wo sie von ehemaligen Minenarbeitern in die Geheimnisse des Bergbaus eingeführt werden. Auch Matti Franzen hat schon als 15-Jähriger hier seine Lehre begonnen. Über 20 Jahre war er in der Grube. Also wenn das Erz jetzt runtergesprengt war, hat das so hier gelegen, das Erz, mussten dann jetzt alles, was Sie sehen hier, das Gezähe, was hier rundherum liegt, damit mussten wir arbeiten, um das Ganze jetzt zu verarbeiten. Das hier ist ein Modell von Erzwagen, das nennen wir Luxemburger Kippköcht. Das heißt, das ist ein Kippwagen, der hier in Luxemburg auch hergestellt wurde. Die wurden so hoch aufgeladen und die beiden Männer, die hier gearbeitet haben, die mussten jeden Tag 10 solcher Wagens rausholen. Na? Aber das war schon eine sehr schwere Arbeit. Früher hat man bis 10 Stunden gearbeitet, auch drüber. Und die Leute wurden nur bezahlt von Tonnen von Erz, die aus ihrem Stollen rausgingen. Alle anderen Arbeiter, sei es für Sicherheit, wurden nicht bezahlt. Und darum haben wir früher sehr viele Todesunfälle hier bei uns gehabt. Und wenn ich Ihnen dann noch sage, dass man hier am Ende vom Monat das ganze Sprengmaterial, was wir gebraucht haben, wurde von unserem Lohn wieder abgezogen. Müssen wir alles selber bezahlen. Das war nur im Jahre 1963. Bei solchen Bedingungen konnte auch die Fürsorge der Sainte Barbe, der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, nur wenig helfen. Kehren wir zurück ans Licht. Die Reise geht weiter von Rodange durch Luxemburgs Industrierevier über Esch-sur-Alzette in Richtung Pétange. Zugmaschine noch immer, Dieselveteranin 1604. Im Plandienst war sie bei der CFL bis 1994. Nur ein ministerieller Beschluss rettete sie vor der Verschrottung. In Zusammenarbeit mit der staatlichen CFL kümmerte sich die Vereinigung 1604 Classics um ihre Restaurierung. Jetzt sorgt sie für die Wartung des Prachtstücks und stellt das Lokpersonal. Nach Jahren der Mühsal haben die Eisenbahnfreunde ihren Spaß mit der Lok. Für deren Bedienung man offenbar ein gewisses Feeling braucht. Der Lokführer muss wirklich mit der Hand rausfinden, wo der Punkt ist, wo er raufschalten respektive runterschalten muss. Das ist das Spezifische an der Lok. Die hat keine elektronischen Schaltungen, wo eigentlich das Ganze reguliert wird. Das heißt, der Lokführer muss da schon das Gefühl haben, die Lok zu fahren. Ich kann mich erinnern, so in der Zeit, als die Lok zu Ende gefahren wurde, da gab es nur eine Position, zwei Positionen, 0 und 8. Und mehr gab es da nicht. Und ich kann mich immer erinnern, da waren die Lokomotivführer, haben das nur so ganz rau gefahren. Und das muss man der Lok lassen. Der hat das nicht ausgemacht, normalerweise. Es gab manchmal kleine Zwischenfälle, aber die Lok, die ist so robust gebaut. Das hat die ausgehalten, war kein Problem. Wie angenehm, eine Lokomotive, die nichts übel nimmt. Bahnhof Pettingen, beziehungsweise Pétange. Hier verlassen wir unseren schönen Führerstand und das Netz der luxemburgischen Staatsbahn. Für die Sonderzugspassagiere heißt es aussteigen und umsteigen in eine andere Zeit. Der Train 1900 erwartet sie. Luxemburgs einzige Normalspur-Museumsbahn. Zwischen 1. Mai und Ende September beginnt jeden Sonn- und Feiertag im alten Verladebahnhof von Pétange eine Reise auf der ehemaligen Prince-Henri-Bahn in den Industrie- und Eisenbahnpark Fond de Gras. Manchmal sind es Schienenbusse, die die Gäste holen. Wir haben Glück. Wir stehen unter Dampf. Und das im Vor- wie im Nachspann. Die Strecke liegt mitten im Erzgrubengebiet von Luxemburg. Einst wurde hier das Erz, die Minette, aus den Stollen zu den Hochöfen transportiert. Jetzt hat der Verein Association des Musées Tourisme Ferroviaire eine intakte, nostalgische Welt für Hobby-Eisenbahner geschaffen. Auf dem Weg in den kleinen Kopfbahnhof Fond de Gras sind einige Überraschungen eingeplant. Mitten im Wald gibt es plötzlich Regieanweisungen von oben.
Und dann verschwindet die kleine rote Kokeril. Eine belgische Industrielok mit Stehkessel. Ihr folgt auf dem Fuß Lok Nummer 5, gebaut 1915 in Berlin-Drewitz von Ohrenstein und Koppel. Von ihr geschoben, man sieht sie nicht, eine elsässische T3 mit Baujahr 1891. Noch ein bisschen Geduld und zumindest zwei Loks erscheinen zum Fototermin. Dann erneute Regieanweisungen. Sind Sie bitte so nett, es befindet sich hier am Zwischenbahnsteig nur Personal und niemand anders. Apropos Personal, wie kommt eigentlich der junge Mann mit Hut zum Verein? Mit 7 Jahren habe ich die erste Mitgliedskarte bekommen und da mein Vater schon da war. Er war kein Gründer, er ist ein bisschen später gekommen, aber er hat sich immer für die Züge interessiert und ich auch. Zu Hause standen immer die kleinen Bahnen, die Modellbahnen und das hat mich auch bis hierher gezogen, mit der großen Bahn auch immer zu fahren. Das war ein großer Spielplatz und da kannte man immer sehr viel, hat man große Fläche, um zu spielen, sage ich mal. Aber das Spielen ging dann in eine seriöse Arbeit über und jetzt bin ich immer noch dabei als Heizer und auch Lokführer und Restaurateur von all diesen Fahrzeugen. So viel Getöse hätte man ihr gar nicht zugetraut. Die Kokeril macht sich mit ihrem Güterzug auf den Weg in Richtung Heimatbahnhof. Tja, und wer denkt, das wär's gewesen? Auch die Ohrenstein und Koppel präsentiert sich in bester Fahrlaune. Maximal 4 Wagen kann sie am Haken haben. Und braucht trotzdem noch eine Schublok. Jetzt im Bild die elsässische T3. Es folgt einer der steilsten Streckenabschnitte Luxemburgs mit 23 Promille. Hier muss der Heizer richtig was tun. Auf halber Strecke der Museumsbahn, der ehemalige Erzbahnbahnhof Fond de Gras. Hier sind alle Besucher eingeladen, einen beschaulichen, letztebayerischen Nachmittag zu verbringen. Noch einmal zur Information. 1870 wurde die Prince-Henri-Bahn gebaut. Sie brachte das Eisenerz aus den Gruben um Fond de Gras nach Pétange zum Weitertransport. Die Strecke wurde stillgelegt, als während der Stahlkrise Mine um Mine schloss. 1970 begann der Verein AMTF, das alte Revier wiederzubeleben. Das Kultusministerium stellte das Gelände unter Denkmalschutz und nutzt es für Erinnerungsstücke an die glorreiche Industrialisierung Luxemburgs. Aber wollten wir es nicht etwas geruhsamer angehen?
5 Jahre ist es her, da war Eisenbahnromantik schon einmal hier. Was hat sich Gravierendes verändert? Das ist sicherlich, dass die Bahn wieder einen Anschluss an das nationale Eisenbahnnetz bekommen hat im Jahre 2000. Und das ergibt uns natürlich ganz neue Möglichkeiten, auch mal kleine Ausflüge außerhalb dieses Netzes in Fond de Grâce zu tätigen. Außerdem wurde in der Zeit relativ viel in den Unterbau investiert. Brücken wurden erneuert, sodass wir in der Richtung beruhigt in die Zukunft sehen können. Beruhigen mag auch die Hilfe der angrenzenden Gemeinden, die Besucherzahlen und die stete Begeisterung für die Eisenbahn. Noch ist unser Besuch in Luxemburg nicht zu Ende, aber leider demnächst unsere Sendezeit. Deshalb freuen Sie sich auf einen zweiten Teil, Sonderfahrt durch Letzeberg. Darin besuchen wir die Grubenbahn Minjesbünn, Luxemburgs einzige Schmalspur-Museumsbahn. Mit der Elektrolok fahren wir in den Stollen hinein und nach Frankreich rüber. Die Begegnung mit Luxemburgs letzter CFL-Dampflok ist sicherlich ein Höhepunkt unserer zweiten Etappe. Die 5519 zieht den Eisenbahnromantik-Sonderzug über die romantische und tunnelreiche Ardennenstrecke nach Clairvaux. Auf dieser Tour lassen mehrere Scheinanfahrten die Fotografenherzen höher schlagen, auch wenn es in Strömen regnet. Mit von der Partie ist eine schwäbische Malerin, die ihre Schnappschüsse in Form von kleinen, schnellen Aquarellen schießt. Am Ende der Reise steht eine große Lokparade auf der Drehscheibe der CFL im Bahnbetriebswerk Luxemburg. Interessantestes Exemplar der Sammlung? Die E-Lok 3602, genannt das Bügeleisen. Dieses und noch viel mehr. Demnächst in diesem Theater. Wir hoffen, Sie sind dabei.